Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Snap, einem sehr interessanten Spiel, das damals für den Nintendo 64 rausgekommen ist, oder den Nintendo 64, wie auch immer. Und zwar im Jahr 1999 in Japan und den USA und im Jahr 2000 in Europa. Wir mussten also mal wieder am längsten warten, aber das waren wir ja damals so gut wie gewöhnt, wie auch immer. Das Spiel konnte sich 3,63 Millionen Mal verkaufen und war damit eins der erfolgreichsten Pokémon-Spiele auf Heimkonsolen damals und auch heute noch. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Umso verwunderlicher ist die Tatsache, dass das Spiel nie einen Nachfolger bekommen hat. Ich weiß auch gar nicht warum, also es ist an sich, glaube ich, kein Spiel, das allzu schwer zu entwickeln ist, aber anscheinend hatten die Entwickler keinen Bock drauf. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Wir spielen übrigens die Virtual Console Version des Spiels, also die im Wii U eShop verfügbar ist. Für 10 Euro waren es, glaube ich. Und ja, fangen wir mal mit einem neuen Spiel an. Übrigens, interessanterweise, wenn man hier in die Optionen geht, es gibt keine Sprachoption. Man kann nicht auf Deutsch stellen, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das Spiel damals in deutscher Sprache rauskam. Aber okay, dann halt nicht. Gut, fangen wir doch einfach mal mit einem neuen Spiel an. Ja, den alten Spielstand können wir löschen, habe ich natürlich mal angetestet, ob sich das gut spielen lässt. Aber ich kenne das Spiel natürlich, habe ich damals bis zum Erbrechen quasi gespielt. Ist ein großartiges Spiel. Und ich glaube, heutzutage kennen das viel zu wenige Leute. So, fangen wir doch mal an. So, hier hätten wir den guten alten Professor Eich. Sogar zum Teil mit Voice Acting. Naja, so ein kleines bisschen. Hallo, RGE, ich bin Eich, der Pokémon-Professor. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist dieser Pokémon-Report hier. Also, das Ding da, das Heft. Ich möchte, dass du für mich Bilder von Pokémon nimmst und die da reinpackst. Für meinen Dingens, Bericht. Hier, auf der Pokémon-Insel, gibt es wilde Pokémon fast überall. Das hier ist meine neueste Erfindung. Das Zero One Vehicle. Okay, damit kannst du deine Reise unternehmen und so. Das Ding bewegt sich immer weiter vorwärts, bis man zum Goal Gate kommt. Soll ich das nochmal wiederholen? Nein, vielen Dank. Ich bring dir bei, wie du Fotos nehmen kannst in der ersten Strecke da, die du da oben rechts sehen kannst. Ich zähle auf dich, RGE. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an, Herr Eich. Ich wusste gar nicht, dass sie auch mit Bildern etwas zu tun haben, aber okay. Hier wären wir jetzt bei der ersten Strecke, also Strecke in Anführungszeichen, dem ersten Kurs, wie auch immer man es nennen mag, und zwar dem Strand. Ja, fangen wir doch mal an. Die Musik, ah, so nostalgisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel je gespielt habt oder ob ihr es überhaupt kennt, aber für mich ein absoluter Klassiker. So, wie wir hier sehen können, wir bewegen uns vorwärts mit unserem Vehikel hier und wir sollen jetzt erstmal Z drücken. Und mit A können wir dann ein Foto nehmen, zum Beispiel von diesem Taubsi hier. Oder von dem Taubsi hier. Oder von dem Taubsi hier. Wir können das natürlich auch, die Kamera natürlich bewegen, damit wir hier, zum Beispiel das Dodo bekommen. Leider ist das Spiel, wie gesagt, jetzt auf Englisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine deutsche Version gab. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Weil ich noch genau weiß, dass Eich damals immer gesagt hat, wunderbar, irgendwie sowas. Genau mit dieser Betonung. Ja. Wer das Spiel selbst gespielt hat, der wird wissen, wovon ich rede. Falls nicht, ist es auch okay. Übrigens oben rechts, kann ich jetzt nicht so genau zeigen, aber oben rechts seht ihr die Anzahl an Fotos, die wir noch machen können. Und wir müssen jetzt hier halt von allen möglichen Pokémon, die wir hier sehen, Bilder machen. Warum das so viel Spaß macht, kann ich euch nicht sagen, aber ich finde es einfach ein wahnsinnig cooles Spiel. Es ist eigentlich nur das. Man muss einfach rumfahren, nimmt Fotos vom Pokémon und wird dann am Ende dafür, ja, benotet. Man kriegt halt Punkte für die Fotos. Und hier hatten wir noch einen Mauzi. Das nehmen wir natürlich auch mal mit. Man muss auch mit dem Cursor, mit diesem Mittelpunkt, genau auf dem Pokémon drauf sein, damit das Spiel das überhaupt erkennt. Und dafür kriegt man dann auch mehr Punkte. Es kommt halt sehr stark darauf an, wie man das Foto nimmt, ob das Pokémon eine bestimmte Pose macht. Solche Sachen spielen halt durchaus eine Rolle, um mehr Punkte zu bekommen. Da was gehört? Oh, ein Mauzi, das ein Taubsi verfolgt. Nehmen wir mal ein paar Fotos davon. 30 haben wir noch übrig. Ich meine auch, dass hier normalerweise ein Lapras wäre, aber vielleicht bin ich dafür auch einfach ein bisschen
zu langsam gewesen. Das kann natürlich gut sein. Und hier sehen wir irgendwas im Gras, aber es kommt einfach nicht raus. Hm. Was da wohl drin sein könnte? Das werden wir dann vielleicht bald herausfinden, aber jetzt erstmal noch nicht. Hier ein paar Fotos von dem Smetbo und, sonst noch irgendwas hier? Nee. Da habe ich auch noch was drin. Oh, ein Dudu, ab, komm her! Na gut. Mauzi auch noch hier drin, oder? Ah, hier. Taubsi mit einem Mauzi. Wie auch gerade schon. Gut, hätten wir auch die. Ein Evoli und ein Scharnierer, das sich aus irgendwelchen Gründen wie Sonic rumbewegt. Ich weiß nicht genau warum, aber okay. Ja, das Evoli haben wir gut getroffen, glaube ich. 10 Fotos haben wir noch. Oh, ein Kangama, das nehmen wir natürlich auch mal mit. Schaut uns zwar leider nicht an, deswegen gibt es dafür nicht ganz so viele Punkte, aber besser als nichts. Oder komm, dreh dich mal um. Kangama, bitte. Ja, springt zumindest ganz schön rum. Oh, ich dachte gerade, es wird sich umdrehen. Oh, wir haben noch 4. Oh, ein Lapras. Nein. Ah. Okay, 3 Fotos haben wir noch. Ja, die Taubsis haben wir schon ein paar Mal gefunden. Deswegen lassen wir die mal in Ruhe. Oh, und jetzt sind die hier nochmal mit dem... Oh, das Mauzi wird gerade schön. Oh, verdammt. Keine Fotos mehr übrig. Damit wird dann der Kurs auch sofort beendet und wir kommen quasi zum Ende. So, jetzt sehen wir hier alle Bilder, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. Geht das auch nicht, ein bisschen schneller? Kann man hier nicht irgendwie das vorspulen? Auf jeden Fall 60 Bilder. Wir haben ja alle genommen. Und jetzt können wir hier durch das Album durchgehen und uns die einzelnen Bilder nochmal anschauen. Zum Beispiel hier bei den Taubsis. Wir haben ja jede Menge Taubsis fotografiert. Und das beste Bild von den Taubsis war... Ich fand das ja eigentlich ganz gut. Wählen wir mal das hier aus. Und jetzt seht ihr hier, dass die auch gar nicht mehr so aufleuchten. Das heißt, dass wir schon ein Taubsi-Bild ausgewählt haben und deswegen kein weiteres mehr wählen können. Machen wir dasselbe mal mit dem Dodo hier. Das Beste hier wäre... nicht das, würde ich mal sagen. Das hier? Ja, nehmen wir mal das. Warum nicht? Da hätten wir hier noch ein Smetbo. Dann nehmen wir mal am besten... die sind alle relativ weit weg, leider. Ja, die sind alle nicht so gut geworden, habe ich das Gefühl. Das Beste war dann vielleicht... Das Beste ist vielleicht sogar das hier, weil sogar 2 drauf sind. Die sind aber nicht wirklich im Fokus. Ich weiß es nicht. Wir hatten ganz am Ende noch ein Mauzi, das von den Taubsis angegriffen wurde. Das würde ich ganz gerne nehmen. Weil ich denke mal, dass das Extrapunkte... Ja, komm, hier, das hier. Es könnte Extrapunkte geben. Wir hatten Kangama, glaube ich, ganz gut getroffen, als es in der Luft war. Dann nehmen wir mal das hier. Genau. Und das Evoli natürlich nicht vergessen. Nehmen wir mal das, das ist ja schön im Fokus. Schaut zwar ein bisschen zur Seite, aber an sich war das gar nicht mal so schlecht. Und damit hätten wir auch schon alle... Doch nicht. Hier haben wir noch einen Lapras, genau. Ja gut, die sind alle relativ schlecht geworden. Oh, ein Pikachu haben wir auch noch, okay. Das hier ist relativ gut. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir doch mal den Herrn Eich unsere Bilder bewerten. Was sagt er denn jetzt so? Yes. Okay, jetzt kriegen wir halt für jedes dieser Bilder, das wir genommen haben, Punkte. Zum Beispiel für die Größe oder die Pose oder die Technik. Das, wir haben jetzt hier zum Beispiel mal 2 Bonus bekommen, weil das Pokémon in der Mitte war. Und jetzt kriegen wir nochmal einen Bonus, 20 Bonuspunkte, weil das Pokémon zweimal drauf war. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich glaube ja. Hier hätten wir ein Pikachu. Größe 500 ist gar nicht mal so schlecht. Die Pose gibt 750. Und die Technik, es ist genau in der Mitte. Deswegen mal 2, insgesamt 2500 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Dann hätten wir einen Lapras hier. Das, naja, 190 Punkte. Reden wir mal am besten nicht drüber. Da hätten wir noch das Metbo. So, 310 für die Größe, Pose. 1000 für die Pose? Wirklich? Warum? Okay. Die Technik, oh. Das bringt nichts, okay. Kriege ich keinen Bonus, weil das zweimal drauf ist? Na gut, dann halt nicht. Dann hätten wir das Dodo, 340 Punkte. Die Pose gibt 350. Technik, bitte. Also die Technik scheint fast schon das Wichtigste zu sein, weil man einfach seine Punkte nochmal verdoppeln kann, ne? Ja. Ich glaube, das Evoli könnte das beste Bild sein. Größe 510, Pose 800, Technik genau in der Mitte, mal 2. Ja, das war, glaube ich, das Beste, oder? Gut, das Kangama hätten wir noch. Die Größe 650, ja. Das war's? Ich dachte, ich kriege jetzt Punkte, weil es getanzt hat oder so, aber anscheinend nicht. Hätten wir hier noch das Mauzi. 320 Punkte, Pose gibt 800, Technik mal 2, ja,
So geht's so, ne? Und das sind alle unsere Punkte. Moment, RGE, lass uns zurück ins Labor. Okay. Ich habe die Bilder gesehen, die RGE genommen hat. Ich habe sie gespeichert in dem Pokémon-Report-Dingens da. Und ich werde dir helfen, sobald du mehr Bilder genommen hast. Viel Glück, RGE. Und du kannst von nun an den Pokémon-Bericht anschauen. Okay, jetzt könnten wir hier reinschauen und hier würden wir halt nochmal die Bilder sehen, die wir bisher genommen haben. Zeige ich euch das mal kurz, wie zum Beispiel hier das Taubsi, hier das Taubsi und hier das Medbo. Und unten wird halt auch immer noch angezeigt, wie viele Punkte das Ganze gegeben hat. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Labor und jetzt hier schön, zurück zum Strand? Oder können wir zum nächsten? Wir können zum nächsten, und zwar zum Tunnel. Was es da wohl so Tolles gibt? Schauen wir doch mal nach. Das ist jetzt hier quasi der zweite Kurs des Spiels. Die Musik direkt anders. Das Pikachu... lauf doch nicht weg, ich wollte dich gerade fotografieren. Hä? Oh, hier hätten wir einen Elektroball. Oh, und das Pikachu da schön am... drauf herumbalancieren auf diesem Elektroball. Das könnte durchaus Punkte geben. Da hätten wir hier ein... Oh, was zum... Der hat gerade irgendwie Suizid begangen. Okay. Ja, rest in peace, Mr. Elektroball. Kein großer Verlust, würde ich mal sagen. Aber, naja, gut. Die Atmosphäre hier ist auf jeden Fall ziemlich gut. Man muss auch bedenken, das war damals ein Nintendo 64-Spiel. Also von den Ideen her und auch von der Atmosphäre her... Generell fand ich das, oder finde das auch heute noch, ziemlich großartig. Ah, verdammt. Da waren einige Kokuna, die ich jetzt nicht bekommen habe. Die gehen immer wieder hoch, sobald ich ein Foto nehmen möchte, oder? Irre ich mich da? Ja, vielleicht kriege ich das hier. Ja, ich habe es zumindest getroffen. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Hier noch ein Elektroball, nehmen wir da mal ein Foto von. Warum nicht? Da hinten hätten wir ein Ei. Und hier irgendwie... Irgendetwas Komisches, was da rumfliegt. Was uns aber auch nur als Fragezeichen angezeigt wird. Wahnsinnig seltsam. Oh, das Pikachu habe ich jetzt ganz vergessen, aber wir haben ja eh schon ein ziemlich gutes Pikachu am Anfang fotografiert. Deswegen sollte das jetzt erstmal nicht so wichtig sein. Sonst noch irgendwas hier? Oh, ey, das kam da einfach komplett random raus. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das letzte Mal, dass ich Pokémon Snap gespielt habe, ist auch schon wahnsinnig lange her. Das müssten mindestens 10 Jahre sein. Ich erinnere mich natürlich noch sehr gut an einige Sachen im Spiel, aber halt auch nicht mehr zu 100%. Aber damals habe ich das echt wahnsinnig, wahnsinnig oft und vor allem auch lang gespielt. So sehr mochte ich das Spiel damals. Und ich fände es echt schade, dass nie so wirklich ein Nachfolger kam. Es gab zwar dieses Ding in Pokémon Sonne und Mond, wo man auch Bilder mitnehmen konnte, aber das war halt echt nicht dasselbe, ne? Also, hat mir jetzt eher nicht so gut gefallen. Ich würde mir tatsächlich einen richtigen Nachfolger für die Nintendo Switch oder so wünschen, wo man einfach mal ein paar Fotos von Pokémon nehmen kann. Ich weiß gar nicht, warum es mir so viel Spaß macht, aber ist halt einfach so. Und ich weiß, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Und ich weiß, dass das Spiel eigentlich gar nicht mal so schwer zu entwickeln wäre. Ich meine, ich bin jetzt kein Entwickler, klar, aber... Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, ein paar Stages zu bauen und da Pokémon einzubauen, die man fotografieren kann. Das dürfte nicht das Allerschwierigste sein. Und hier sehen wir ganz offensichtlich Magnetile vor uns, die wir aber nicht so richtig fotografieren können. Die machen immer so komisches... Was machen die überhaupt? Ultraschall oder sowas? Keine Ahnung, Konfustrahl? Irgendwelche komischen Geräusche auf jeden Fall. Metallsound vielleicht? Da hinten sehen wir das irgendetwas Komisches hinter diesem Elektroball. Ja gut, viel mehr Bilder können wir jetzt ja auch nicht nehmen. Wir könnten zwar noch ein paar Mal das hier fotografieren, aber solange wir nicht erkennen können, was genau das ist, bringt uns das keine Punkte. Und dort hinten wäre dann auch schon das Ende dieser Stage. Sobald wir durch dieses Tor fahren, ist die Reise beendet. Was wir ja gerade beim ersten Mal nicht so richtig gesehen haben, weil ich da keine Bilder mehr übrig hatte. So, wie viel haben wir genommen? Es müssten um die 50, 45 gewesen sein. 44, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Gut, Pikachu, wie gesagt, haben wir ein ziemlich gutes... Ja, oh,
Oh, da weiß ich gar nicht, welches das Beste ist. Ich würde fast schon sagen... Ah, ich mag das hier ziemlich gerne. Nehmen wir mal das. Ach, das hier zählt sogar als Bild von Elektroball, interessanterweise. Nehmen wir mal das Suizidbild, weil warum nicht? Vielleicht gibt das ja extra Punkte. Hätten wir noch ein Electek, das hier gerade ebenfalls in den Suizid reinläuft, indem es in die Explosion von dem Elektroball reinläuft. Hätten wir hier ein Kokuna. Nehmen wir mal ein Kokuna? Ja gut, wir haben nicht viel zur Auswahl, ne? Nehmen wir mal das hier, weil warum nicht? Was hätten wir denn hier? Wann haben wir das denn bitte genommen? Ein Alpollo? Da habe ich jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet, aber okay. Da hätten wir hier... Oh, das ist sehr gut getroffen. Dafür, dass das so plötzlich erschienen ist, würde ich mal behaupten, dass das Bild gar nicht mal so schlecht ist. Hätten wir hier noch das Dicta, das mit dem Pikachu so ein bisschen interagiert. Nehmen wir mal das. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und das war's auch schon? Haben wir nicht noch irgendwas? Wirklich? War's das schon? Anscheinend. Na gut, ich dachte, wir hätten ein paar mehr genommen, aber anscheinend nicht. Dann mal auf zu Professor Eich. Ja, die würde ich gerne zeigen. Ich schätze mal, ich könnte meinen Rekord vom letzten Mal überbieten. Allein schon mit diesem Bild, oder? Pikachu auf einem Ball. Das hast du gut erkannt. 600 Punkte. Und wie man jetzt hier sehen kann, werden die Bilder sogar verglichen. Ich meine immer mit dem Besten, das man zuvor gemacht hat. So, wie man hier sehen kann, wir haben schon mal diesen Spezialbonus, 600. Die Größe ist ein bisschen schlechter, die Pose hingegen dafür deutlich besser. Die Technik bei beiden müsste es eigentlich mal zwei sein, oder? Ja, deutlich besser. Oh, 4140 gegen 2500. Wow, das mit Abstand beste Bild, das wir bisher genommen haben. So, Elektroball. 970 für die Größe, die Pose. Man kriegt extra Punkte, weil es explodiert ist. Wird hier irgendwie Suizid belohnt? Verstehe ich das richtig, Nintendo? Okay. Die Technik, genau in der Mitte, okay. 4340, ist das sogar noch besser als das von gerade? Ich bin mir gerade gar nicht so genau, nicht so ganz sicher. So, hier hätten wir nochmal ein Electek. 50 für die... Das war's? Okay, das war nicht wirklich der Rede wert. Hier hätten wir ein Kokuna. 230 Punkte, die Pose gibt 750, naja... Auch überraschend so ein bisschen, ne? 750 für die Pose bei diesem Bild? Naja. Das hier war sehr, sehr weit weg. Die Größe wird da so gut wie gar nichts geben, oder? Ne, 230. Das war's? War das nicht in der Mitte des Bildes? Anscheinend nicht. Das Carpador hingegen habe ich, glaube ich, sehr, sehr gut getroffen. Oder? Oh, man kriegt sogar extra Punkte, weil es einen Plätscher gemacht hat. 800 Punkte. Technik mal 2, genau. Ja, war auch so, geht so, ne? Das Dick da hier ist, glaube ich, sehr, sehr gut geworden. Mit seiner Pose da. Der Interaktion mit Pikachu. Ja, Technik. Gibt mal 2. Ja, war aber auch nicht so gut, ne? Mit dem Pikachu vom Anfang konnte es nicht so wirklich mithalten. Naja gut, aber trotzdem. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Willkommen zurück. Hier, ein Geschenk für dich. Das wird dir helfen, Bilder zu nehmen von Pokémon. Würdest du den Pokémon gerne näher kommen? Ja? Dann nimm das hier. Ein Pokémon-Futter in der Form eines Apfels. Während du nicht auf deine Kamera fokussierst, drück einfach A, um einen Apfel zu werfen. Dann werden die Pokémon in der Entfernung glücklich werden und sich dir annähern, wenn du das Item benutzt. Und wenn du es weiter werfen möchtest, dann schau einfach weiter nach hinten und wirf dann. Gut. Wir sollen auch mal ein Elektroball abwerfen, das sich nicht bewegt. Und mal schauen, was dann passiert. Das ist sein Hinweis an uns. Okay. Ich würde sagen... Das machen wir dann im nächsten Part von Pokémon Snap. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Meinung zu dem Spiel würde mich sehr, sehr interessieren. Vor allem, weil ich glaube, dass sehr viele jüngere Leute zuschauen, die das Spiel gar nicht so richtig kennen. Deswegen schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Und ja, Daumen hoch wäre sehr nett und bis zum nächsten Mal.